Hey Leute, ich bin's Fritz und heute wird es tropisch. Ich mache mich auf die Suche nach einem verlassenen Strand. Der Weg dorthin soll durch ein Dschungel- und Mangrovengebiet gehen. Meine Übernachtungsausrüstung und natürlich auch etwas, um die Unterwasserwelt zu erkunden, ist auch mit dabei. Also, es wird spannend. Die nächsten 24 Stunden nehme ich euch mit. Viel Spaß mit diesem Abenteuer. Ich habe extra lange Hose an, obwohl es extrem warm ist. Ihr seht übrigens schon mal, alles will einen killen. Krass viele Stacheln an allen möglichen Pflanzen. Und da drüben muss ich euch was im Detail zeigen. Und zwar ist das eine Seidenspinne, die extrem starke Netze bauen kann. Und dort oben, diese kleine Spinne hier, das müsste, glaube ich, das Männchen sein. Das untere, das weibliche Exemplar, ist, schätze ich mal, gute 12, 13 cm groß. Und ich kann hier mal meine Hand hier so ein bisschen daneben halten, damit er den Größenvergleich erkennt. Sein, weil ich will das Exemplar hier vorne nicht aufwachen. Aber schaut mal. Seht ihr das? Das ist eine riesige Landschildkröte. Die macht einen kleinen Mittagsschlaf. Ich will nichts sagen, aber da schwimmt ein Hai. What the fuck? Naja, klar. Erstmal bei tropischen, klimatischen Bedingungen eine Runde klettern, / wandern. So, immer schön aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo in so eine Seidenspinne reinlaufe. Ich habe auch hinten, vielleicht habt ihr schon gesehen, meine Flossen drin und Schnorchelausrüstung, denn dort sollen sich auch viele Felsen befinden und ja, sehr viel Fischreichtum sein. Und mein Ziel für heute natürlich, ich will eine Kokosnuss mir vom Baum holen, die aufmachen und mit euch gemeinsam trinken. Hier gibt es so riesige Palmen, das ist der Wahnsinn. Bin ich noch richtig? Scheiße. Ich glaube, wir haben's. Holy shit. Darf ich vorstellen? Palm, ich sehe schon die ersten Kokosnüsse durchschimmern. Der perfekte Hängematten-Spot. Wie geil ist das denn, ey? Wenn ihr bei Google guckt und so weiter, da kriegt ihr keine Secret Spots. Ihr müsst vor Ort mit den Einheimischen quatschen und die sagen euch, wo es wirklich geil ist. Und dieses Wasser sieht nicht nur auf der Kamera so aus, sondern auch in der Realität. Das ist mein Platz für die Nacht und für den kompletten Tag. Das ist... Sowas hat man auch noch nie, Freunde. Sowas hat man noch nie. Wenn ihr das feiert und ihr noch mehr solche tropischen Sachen auch sehen wollt, Daumen nach oben. Hallo, Mr. Krabs. So, Wasser, natürlich die Apnoeflossen, die ganz großen. Handtuch für später und das wird auch mein Schlafsackersatz. Hiermit werde ich mich zudecken heute Nacht. Natürlich brauchen wir auch ein schönes Messer für die Kokosnuss oder ein kleines Bastelprojekt nachher. Natürlich die Apnoebrille, Schnorchel und die Hängematte. Ich habe noch ein bisschen Paracord dabei, da werde ich mir jetzt erstmal eine Leine spannen, um da meine Sachen aufzuhängen, auch später. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich bin komplett nass. Das ist alles richtig Matsche. Bisschen Tropical Bushcraft hier.
So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Und wir haben ja auch gelernt, dass wir in tropischen Regionen nichts unbedingt auf den Boden packen, weil da alles reinkrabbelt. Das heißt, auch die Schuhe hänge ich einfach auf. Lässt sich aushalten. Die Flossen sind bereit, der Schnorchel und die Maske auch. Ich habe noch einen Langarm-Funktionsschirm angezogen, damit ich nicht gleich völlig verbrenne in der Sonne an der Wasseroberfläche. Ich packe euch ins Unterwassergehäuse und dann erkunden wir zusammen jetzt mal ein bisschen die Unterwasserwelt. Unter Wasser entdeckte ich viele verschiedene Fische in unterschiedlichsten Farben. Leider kenne ich mich nicht gut genug aus, um euch genau zu sagen, was ich hier alles gesehen habe. Ein Highlight war ein kleiner Rochen, der friedlich durchs Wasser schwebte und durch den Flossenschlag sieht es fast so aus, als würde er fliegen. Vor über 10 Jahren ist hier ein Tsunami über die Insel gefegt und hat viele Korallen zerstört. Man sieht noch sehr viele Überreste am Meeresgrund liegen. Das Freediving hat irgendwie seinen ganz eigenen Reiz. Man ist so leicht und ohne viel Ausrüstung unterwegs. Nach wenigen Minuten im Wasser fühlt man sich selbst schon wie ein Fisch. Das Wasser ist hier deutlich wärmer als gewohnt, sodass man nicht einmal einen Neoprenanzug braucht. Am meisten Fische findet man übrigens immer in der Nähe von Felsen. Dort ist alles sehr verwinkelt und hinter jeder Ecke lauert die nächste Entdeckung. Shit, was war das denn? Alter, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera alles so gesehen hat, aber eine Fischvielfalt habe ich so noch nie gesehen. Der Rochen war ja der absolute Wahnsinn, das absolute Highlight. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bin ich hier? Wo zur Hölle bin ich hier? Also, wir müssen jetzt Projekt Kokosnuss in Angriff nehmen. Es hilft ja alles nichts. Die sehen sehr gut aus. Da sind welche, die sind komplett braun und welche, die sind so richtig gelb schon, gelb-orange. Aber da komme ich ja niemals hoch. Okay. Selbst wenn ich die mit einem Stein treffe, die dann runterfällt. Also ich habe einen erwischt, aber es hat überhaupt nicht interessiert. Ach Scheiße. Gibt's nicht irgendwie auch so Spinnen, die hier oben so drin leben? So, eine habe ich jetzt gefunden, die werde ich jetzt probieren. Die ist vielleicht noch ein bisschen grün, aber wir müssen sie ja austesten. Und zwar da, wir probieren die einfach mal. Vielen lieben Dank, Palme, dass du mir diese Kokosnuss freiwillig zur Verfügung gestellt hast. Eigentlich ist die hohl. Oh, Alter! What the fuck? Okay, da kam jetzt doch was raus. Seht das? Da ist Flüssigkeit drin. Wir testen es aus. Ich glaube, es schmeckt noch komplett sauer. Ist komplett süß. Auf euch!
Ich als alter Höhlenforscher fummel natürlich hier in dem Loch ein bisschen rum und merke, dass hier drin ein leicht süßliches Sekret ist. Was ist da los? Wir müssen dem Ganzen auf den Grund gehen. Leider habe ich meine Kukri nicht mit. Damit würde das natürlich einfacher gehen. Oder eine schöne Buschmachete oder sowas. Oh, fuck. Die Konsistenz? Naja, ich sag mal nichts, ne? Ist schon leicht pervers. So, die Sonne ist mittlerweile untergegangen, es ist stockfinster dort drüben. Im Dschungel ist auf jeden Fall gut was los, da hört man die ganze Zeit irgendwas knacken und keine Ahnung was. Aber das interessiert mich nicht, ich habe mein Moskitonetz hier aufgebaut. Und ihr seht schon, ich habe nur meine Badehose an. Kein Schlafsack, keine Isomatte, kein anderer Kilt. Also dann, gute Nacht. So, wir haben es jetzt 4:03 Uhr. Ich habe mir mein T-Shirt angezogen und auch das Mikrofaserhandtuch als kleine Decke für den Oberkörper benutzt. Ich habe es heute Nacht ein paar Mal knallen hören und siehe da, 5 Minuten ein bisschen rumgeguckt und es ist eine Kokosnuss runtergefallen. Ich habe mir jetzt ein schönes Plätzchen gesucht hier mit einem Stein. Vor allem ist das eine braune, also eine Reife, die von sich aus runtergefallen ist. Und hört mal. Ich schwitze jetzt schon wieder. Wir kommen dem Ziel immer näher. Oh, jetzt. So, hier ist jetzt schon ein Riss drin. Geil, der Profi, Digga. Et voilà. Geil. Einfach mal eine wilde Kokosnuss zum Frühstück. So gefällt mir das. Herrlich, Freunde. Guckt euch das an. Die Sonne strahlt hier schön die Wolken da hinten an. Und hier sieht man nochmal den Spot, an dem wir waren und an dem ich übernachtet habe. Daumen nach oben, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.